Hallo, mein Name ist René Unger-Wagner und wir fangen gleich an. Erstmal will ich Verhältnisse reden. Erstens bin ich kein Hurensohn und Thema Corona macht man sich nicht witzig. Ja, okay, ich mache über das Impfen ein bisschen witzig, aber das ist eigentlich nicht witzig. Ich mache eigentlich über tägliche Statistiken, wie viel Prozente, Plusprozente sind. Und dieser DS kenne ich schon, der hat früher viel Scheiße gebaut, war früher bei meiner Arbeit und ich hatte schon mal Scheiße gebaut. Und aber wir wollen ja nicht Vergangenheit an der Glocke hängen. Und wenn das, also ganz ehrlich, das geht nicht, Beleidigungen. Das finde ich eine Respekt. Losigkeit, mich zu beleidigen, mich privatlich noch niemals kennst. Naja, dann fangen wir mal an. Gestern gab es leider kein Video und das habe ich ja gestern auch im Facebook geschrieben. An Tagen auf habe ich das im Facebook geschrieben, dass es leider kein Video gibt, weil keine Statistiken da sind. Aber heute sind Statistiken und das sind 13,5% gestiegen. Deutschland hat 613.347, 0,74. Und leider ist es richtig gesunken, also zu minus 2,8%. Ja, und das ist das Problem. Also das ist, okay, Sonntag hat zu, aber gestern hat es auf. Das ist jetzt, ja, wie typisch Deutschland. Hätte man auch Sonntag impfen können, dann hätten wir das Schlamassel nicht. Ja, gut, dann fangen wir mal an. So, 40.234 ist die Rate von 600.281. 281.641 könnten in der Woche geimpft werden und 1.106, also wird wahrscheinlich sein und im Monat 1.126.566, im Jahr sind es 13.518.792. Ja, bei den anderen Seiten steht da 322, aber so genau bin ich auch nicht ganz. Man muss ja immer auf Tag und Tag rechnen, nicht Monat oder Woche. Am Tag muss man das rechnen. Ja. Dafür brauchen wir 12,3 Jahre. Respekt. Das sind 3,9 Jahre länger. Also Respekt, Bundesregierung, dass ihr lahmarschig seid und noch niemals einen Impfstoff bestellt. Und ganz ehrlich, dann müsst ihr dann schon, wenn ihr da schneller impfen möchtet, viel mehr Impfstoff zulassen und jetzt Leute sagen, stopp. Also jetzt machen wir eine Pause und dann fangen wir erst im März an, dass wir genügend Impfstoff haben. Aber das ignoriert ja die Bundesregierung. Ja, so ist ja eben die Bundesregierung. Ja, dann fangen wir mal die ersten vier Plätze an. Die sind geblieben. Mecklenburg-Vorpommern ist leider nicht gewachsen, aber trotz noch auf Platz 1. Aber da kommt Schleswig-Holstein, 31.431. Einwohner sind geimpft, 1,08. Herzlichen Glückwunsch, Schleswig-Holstein, für 1%. Ja, 10,2% sind gestiegen auf den zweiten Platz. Und vielleicht wird Schleswig-Holstein Mecklenburg-Vorpommern die nächsten Mal vom Thron stoßen. Ja. Die beiden Länder kämpfen sich richtig gegeneinander, aber auch Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein, nicht, das habe ich ja schon gesagt, und Saarland kämpfen sich auch gut. Ja,
Sachsen-Anhalt, Platz 3, 21.914, 1%. Herzlichen Glückwunsch für die 1%. Sind 5 plus 5,1% gestiegen. Dreiter Platz. Vierter Platz ist Saarland, 9.157, 0,93. Vielleicht wird es die nächsten Tage sein, dass ihr aufsteigt. Also plus 10,8%. Und natürlich vierter Platz geblieben. Und ja, dann gucken wir mal die Besten bei den sehr gut. Ja, die Beste streitet sich um Saarland und Schleswig-Holstein. Saarland hat natürlich gewonnen, 10,8%. Schleswig-Holstein ist die zweite Platzierte und Sachsen-Anhalt dritter und Mecklenburg-Vorpommern ist die schlechteste Impfwachstum überhaupt heute. 0%. Stell dir mal vor, warum hat Mecklenburg-Vorpommern nicht geimpft? Also, da stellt man sich vor, ob man echt im Kino wäre. Ja, dann auf die gute Position. Da ist ein kleiner, also bei den vier Plätzen haben sich getauscht. Ja, haben sich auf jeden Fall getauscht und fangen wir mal mit Hansestadt Bremen an. Fünfter Platz 6.303, 0,93. Also so wie in Saarland, die streiten sich um die Zahlen, kämpfen sich. Das sind plus 16,1%. Eigentlich müsste Saarland auf Platz 4 sein, aber irgendwie muss es ja auch stimmen. Ja, gut. Das ist auf jeden Fall der drittbeste Wachstum dieses Tages überhaupt. Platz 6, ach ja, Bremen ist vom 6. auf den 5. gestiegen. Bayern, Platz 6, 120.136. Oh, kann man schon eine Großstadt sagen? Der neue Bundesland Großstadt Bayern. Naja, 0,92%, knapp vorbei an Hansestadt Bremen. Also nicht vorbei, sondern unter Hansestadt Bremen. Und der beste Wachstum überhaupt. 21,7% sind gewachsen. Auf den 8. Platz zum 6. Platz gewandelt und ja, 7. Platz Berlin 32.014, 0,78% plus 12,6% vom 5. auf den 7. Platz. Ja, ist schlechter geworden, Berlin. Dann Hessen selbst, 8. Platz. Ja, war den letzten, also auf, war das Samstag? Ja, ich glaube Samstag. Nee. Sonntag, so, auf Sonntag, auf dem 7. Platz, so 54.361, 0,86 und 17,4, da kann irgendwas nicht stimmen. Ah, warte, 16,1 ist der viertbeste Wert und 17,4 ist der zweitbeste Wert. So, haben wir jetzt. Ja, auf jeden Fall 21,7, der beste überhaupt in Deutschland jetzt heute. Morgen verändert sich ja wieder. Dann 17,4, der zweitbeste Wert in Deutschland. Und dann auch drittbeste Wert hier in dem bei gut 16,1 und 12,6 ist der schlechteste bei der zweiten Liga. So, dritte Liga, 9. Platz, Rheinland-Pfalz, 29.994, 0,73%, also plus 15,1% auf den 9. Platz geblieben und ja, auf dem
Also auf dem 9. Platz geblieben. Platz 10, Hamburg. 12.695, 0,65% plus 16, also es sind dazu gekommen 16,9%. Der beste Wert, der zweitbeste Wert ist Baden-Württemberg mit 15,2, der drittbeste Wert Rheinland-Pfalz und der viertbeste 14,1 NRW. Ja, okay. Aber dafür ist Hansestadt Hamburg auf Platz 10 gerangelt von 12. Ja, gut, das haben wir schon mal geklärt. Jetzt kommt NRW. NRW, Platz 11, 114.762. Gut, das ist schon mal, also das ist schon mal, dass 100 schon über 100.000 geimpft sind, ist schon mal gut. Ja, gut, dann fangen wir dann 0,64% sind das plus 14,1, also es sind 14,1 gewachsen vom 10. Platz auf den 11. Platz. Ja, traurig, NRW. Tja. 12. Platz Baden-Württemberg, 65.488 sind 0,59%, 15,2 sind gestiegen. Ja, auf dem 14. Platz, auf den 12. Platz gestiegen. Also die zwei unteren Ligen haben sich gegeneinander gekämpft. Also ein paar Bundesländer haben sich dagegen gekämpft. Und sagen, nee, wir wollen wieder besser sein, wir wollen nicht schlechter sein. Ja, jetzt kommen wir zu Niedersachsen, ist auf dem Platz geblieben, auf dem 13. Platz geblieben, 45.342, 0,57 plus 8,8% auf dem 13. Platz. Ja, Platz 14, Brandenburg, 14.063, 0,56 Prozent, 1,2% gestiegen, der drittschlechteste, der zweitschlechteste Wert überhaupt heute in Deutschland, von 11 auf den 14 verrutscht. Oh, ja, Thüringen und Sachsen haben ihr Platz behalten. Thüringen erstmal 10.790 sind 0,150. Erstmal herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch Thüringen, dass ihr 0,5 bei der 0,5er Prozent geschafft hat, aber plus 3,9, der drittschlechteste Wert. Ja, auf dem 15. Platz geblieben. Leider Sachsen. Leider, leider, leider. Ich muss dir was sagen, Sachsen. Ihr seid zweiten Mal schlecht geworden, zum zweiten Mal schlecht hintereinander. Ja, 19.756, 0,49. Ja, und heute gibt es leider noch keine Krone Sachsen. Vielleicht aber morgen. Das könnte passen. Das könnte passen. 16. Platz. Und ich hoffe, dass auch morgen wird es bestimmt auch spannend. Vielleicht bleiben die Plätze, aber das glaube ich nicht, weil jeden Tag, jedes Mal verändert, jedes Mal was verrutscht. Ja. Ja, wir haben heute 3 Kronen. Letztes Mal hatten wir 4 Kronen. Aber ja, morgen konnten wir vielleicht nur eine Krone haben, vielleicht zwei Saarland und ja, können 3 sein. Ich weiß es nicht ganz genau. Das ist so schwierig. Es ist schwierig, schwierig, schwierig. Ob wir sind mal gespannt. Ja, das sind wir gespannt. Sind wir gespannt, wer am besten ist. Ob Mecklenburg-Vorpommern
Vorpommern morgen dem Platz bleibt oder Mecklenburg-Vorpommern den Platz rutscht und in Schleswig-Holstein. Ach, das dauert noch ein paar Tage. Ja, seid gespannt. Bis morgen, euer Günther Wagner.